Howdy, meine Freunde, und willkommen zur wohl letzten Folge von My Unicorn Princess. Wir sind, Moment, in Kapitel 15, der Wächter der Traumwelt, und langsam wird's ernst. Langsam kommen wir dem Ende entgegen. So, dann schauen wir doch mal, was hier auf uns wartet. Natürlich! Hallo? Das Einhorn ruft mich wieder. Ich muss zum Einhorn reiten, um ihm bei einer letzten Aufgabe zu helfen. Lena. Siehst du, jetzt kommt's nämlich. Jetzt können wir nämlich nur noch kaufen. Das heißt, wir brauchen erstmal unser Pferd. Lena. So, dafür nehmen wir uns auch mal unser neues Pferd, unseren Ferdinand mit. Lena. So, aber wir haben noch nicht alles. Große Frage, Lena. Kaufen wir jetzt noch alles oder, weißt du was, wir beenden das Spiel jetzt. Es wird Zeit. Lena. Das große epische Finale von My Unicorn Princess ist gekommen. Wochen haben wir darauf hingearbeitet. Wochen durften wir uns dieses nervige Lena anhören. All das wird sich heute auszahlen. Lena. Das große Finale. Die epische Endschlacht. Lena. Nun sehen wir, wofür wir gearbeitet haben. Hallo Unika, benötigst du meine Hilfe bei der letzten Aufgabe? Ja, spring auf. Du kannst mir bei der letzten Aufgabe helfen. Was wäre, wenn ich Besseres zu tun hätte? Lena, jetzt besuchen wir den Wächter der Traumwelt im Zeltlager. Ich wusste es. Der sitzt da die ganze Zeit rum und ist nicht einer am Abschirm, während ich die Scheiße für den mache. Dämliche Mistsau. Weil ab dem habe ich ein paar Takte zu erzählen. Freundchen, dass du die ganze Zeit da im lauen hängst, machen sicherlich ein Mikro nach dem anderen reinzwiebeln. Und ich darf hier ganz schön die ganze Kacke für dich machen. Wo ist der Arsch? Komm her! Da ist der Alte. Du fauler Sack. Wächter der Traumwelt hat ja noch gar nicht seine richtigen Gegenstände angelegt. Oh nein. Wo ist sein Schild? Wo ist sein Helm? Wo ist sein Schwert? Wir müssen alle drei Gegenstände finden und zusammen zu ihm bringen, damit er vollständig ausgerüstet ist. Du verarscht mich jetzt, oder? Ich hoffe, ich schaffe es, die drei richtigen Gegenstände zu finden. Das ist nicht witzig. Da bin ich mir sicher. Ich erkläre es mal. In der ganzen Gegend sind verschiedene Schilder, Helme und Schwerter verstreut. Wenn du über einen dieser Gegenstände reitest, nimmst du ihn auf und er wird im Inventar angezeigt. Nimmst du einen falschen Gegenstand auf, musst du weitersuchen, bis du den richtigen gefunden hast.
Ich hasse dich. Hast du den richtigen Gegenstand aufgenommen, zum Beispiel den richtigen Helm, so werden alle falschen Helme entfernt und du kannst den nächsten richtigen Gegenstand, zum Beispiel den Schild, suchen. Hast du alle drei richtigen Gegenstände gefunden und im Inventar, müssen wir sie zum Wächter bringen. Hier, diese Bilder werden dir bei der Suche helfen. Sie zeigen dir den richtigen Helm, den richtigen Schild und das richtige Schwert. Los! Ich hasse dich. Ihr wollt mich doch wohl, ihr... Ach du... Ach du Kacke, du glaubst es nicht. Das bedeutet, die Mission, wo wir das vorher gemacht haben, war total sinnlos, weil wir den ganzen Kacke nochmal suchen dürfen. Ich lasse mich hier nach einweisen. Keine geschlossene. Ich hab keine Lust mehr drauf, den ganzen Gang hier nochmal weiterzumachen. So. Ich darf jetzt ernsthaft nochmal die komplette Map absuchen. Mit dem richtigen Schild, Schwert und Helm. Oh Gott, Junika, ich hasse dich. So ein riesiges Scheißgebiet, ne? Ist ja nicht so nach dem Motto, such mal nur ein Dorf oder so. Nein, such mal überall. Ich frage mich natürlich, ob die Gegenstände die richtigen wieder leuchten, dass man die so leicht erkennen kann. Mich, wer kommt auf so eine Idee? Wem macht das Spaß, sowas zu entwickeln? Ich dachte, wir machen jetzt hier noch mal einen Schilling zum Ende. Da ist doch der komplette Wald mit drin, mit da oben. Wenigstens hat Unica keine Ausdaueranzeige. Also wir können hier richtig einmal durch den Wald durchrushen. Der erschreckend leer ist. Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass ich die ganze Zeit in eine falsche Richtung renne, obwohl ich im Suchgebiet bin. Ach, wer macht sowas? Ah, hier sind wieder Sachen.
Helme, Schilder, Schwerter, aber ich kann echt nicht mehr. Dieser Spiel macht mich nervig auf einer Ebene kaputt, was so manche Horrorshooter nicht schaffen würden. So lecke er mich doch, Hüter der Traumwelt. Ja, du hast den Helm des Wächters gefunden. Am Zeltlager habe ich angefangen. Hier habe ich gerade den Helm gefunden. Oh, Bruder. Aber gut, jetzt wissen wir schon mal, es sind diese krass leuchtenden Dinger. Ich will mal die Karte angucken. So. Jetzt war es am Wasserfall. Das heißt, wir könnten am Neller Zeltlager weniger. Ich würde fast sagen. Einen im Dorf und einen im Gehöft noch finden. Es wird wenigstens Sinn ergeben. Gut. Schauen wir im Dorf nach. Nach Schild oder Schwert. Weil das ist ja immer noch ein Kinderspiel. Die können ja keine Kinder damit quälen. Hier das komplette Areal abzusuchen. Ist das falsche Schwert? Ich will mich irgendein Schwert in der Hand geben und golden anmalen. Ja, das wird wenigstens die Kreativität etwas fördern. Und wofür musst du eigentlich die dämlichen Ringe jetzt sammeln? Oder muss ich die auch noch mal sammeln? Dann ist ja aber. Den, ne? Den werde ich aber ungehalten. Ich meine, wir müssen logisch vorgehen. Das ist ein Kinderspiel. Und Kinderspiele sind meistens dumm, aber einfach programmiert. Das heißt, ich könnte mit meiner Vermutung sogar richtig liegen, dass wir hier im Dorf den nächsten Gegenstand finden. Alle mal schön die Äuglein offen halten. Bitte direkt in die Kommentare schreiben. Ah, ich habe die Schild und die Schwert schon bei erster Versuch gefunden. War ganz einfach.
Wir machen das falsch, falsch. So, seht ihr, ich lag mit meiner Vermutung richtig, weil hier auf dem Friedhof haben wir das Schild. Wunderbar, du hast den Schild des Wächters gefunden. Ja, hab ich. Das heißt, wir reiten jetzt zum Gehöft. Da müssen wir hier einfach runter den Weg folgen und dann über den See. Okay, easy. Und da müsste dann nämlich noch das Schwert sein. Wie gesagt, meine Logik hat sich gerade zu 50% schon bestätigt. Das ist ein gutes Zeichen. Vor allem jetzt wurden alle anderen Helme und Schilder entfernt. Das heißt, was wir jetzt sehen, sind wirklich nur noch Schwerter. Dämlicher, fauler Wächter. Die ganzen Sachen, die ich so mühsam gesammelt habe über die Wochen, schon wieder verloren. Ekelhaft, widerlich weh. Ich muss euch nochmal für den Nachspringer sammeln. Ja, ein bisschen aus der Frequenz gehustete. Das ist Mukus. Da ist dann das Gehöft. War ich zwar gerade schon, aber ist nicht ja gerade nur dran vorbeigeritten. Vielleicht nein. Hier liegt nichts. Sondern da unten noch ein Gehöft. Das können wir doch mal auschecken. Ich habe auch schon verdammt lange hier kein Schwert mehr irgendwo gesehen. Fällt mir gerade einfach mal so auf. Ach, das ist unser Laden. Gehen wir langsam die schlauen Ideen aus. Wir wollen auch noch mal das Zeltlager zu untersuchen. Schwierig gerade.
keine Schwerter mehr. Nichts am Glitzern, nichts am Funkeln. Ich tappe höchgradig im Dunkeln. Ich habe auch nicht irgendeinen Hinweis oder so. Einfach nur, hier, so sieht das Ding aus. Such. Dämliches Schwert. Ein scheiße dämlichen Wächter. Ein scheiße dämlichen im Zeltlager rumgeiert. Ich wette, hier finde ich jetzt auch gleich das Schwert. 5 Meter von dem Typen entfernt. Okay, machen wir nochmal die Karte auf. Wir waren jetzt im Dorf und im Gehöft, und zwei beiden. Der hintere ist nicht mehr. Versuche noch mal. Irgendwie lässt mich nämlich das Wasser hier nicht in Ruhe. Dass das so abgegrenzt ist. Wir reiten mal dem See entlang. Nicht dem, sondern ich will in den unteren See, okay. Direkt an der Suchgrenze. Die Gebietsgrenze. Es wäre zwar übelst mies, aber wann ist ein Spiel schon wirklich fair zu uns gewesen? Das heißt, wir sind nämlich wieder bei dem Gehöft. Hier ist der See. Glaube jedoch, komme ich hier vielleicht irgendwie hoch? Dass wir hier was sehen? Oh! Wie mies!
Phänomenal. Du hast erschwertes Wächters gefunden. Du hast alle drei Gegenstände gefunden. Bringe die Gegenstände zum Wächter der Traumwelt. Reite in die Markierung vor ihm. Digga, wer sucht denn hier? Ich wollte mir hier nur einen Überblick verschaffen. Das sollen Kinder schaffen, wo ich fast verzweifelt bin. Ich meine, okay, ich kann mir vorstellen, Kinder denken auch ganz anders als wir Erwachsenen. Die werden da sicherlich irgendwie durch irgendeinen anderen Gedankenweg selber auf diese Idee gekommen. Aber ich bin froh, ich hab's alle. Los hin. Hin zum Wächter. Bringen wir es zu Ende. So, wir treiben jetzt auch ganz episch hier an. Hervorragend, Lena. Du hast es geschafft. Der hat einen schwarzen Lümmelschutz. Wunderbare Hilfe und eine treue Freundin. Dank dir ist die Traumwelt nun wieder sicher. Vergiss mich nicht. Wir sehen uns bestimmt einmal wieder. In der Welt der Träume. Das war's. Kein Abspann, kein keine Endszenerie. Nicht mal den Wächter haben sie in irgendeiner Weise synchronisiert, dass der irgendwas sagt. Das war das Ende. Wir haben es geschafft. Ich bin nervlich auch am Ende. Bruder. So, ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen unterhalten. Schaut auf die anderen Videos. Abo da lassen, liken, Glocke aktivieren. Kauft mein Merch. Und wenn nicht, dann nicht. Haut rein, bis zum nächsten Mal.